Scheiß vom YouTube hier vorhin, keine Ahnung, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei meinem Kanal, ich habe schon wieder viel zu oft gesagt, aber ist auch egal. Heute geht es immer Mini-Thema. Und zwar geht es heute, um zwei Mini-Themen. Und zwar geht es heute einmal um die Map. Also das ist die zweite Folge der Miniserie. Wie oft sage ich eigentlich Mini? Aber es ist die zweite Folge von den DLC-Maps. Sprich, ich rede ein bisschen über Knockout. Und danach bin ich noch ein bisschen in Rage, was Dark Matter angeht. Weil ich habe mal ein bisschen Lust, über meine Erfahrung mit Dark Matter zu erzählen. Und ihr seht ja schon im Hintergrund, dass das mit der Razorback gespielt in Dark Matter, der besten Tarnung der Welt. Mit den Squashfix seht ihr auch da hier Drohne, Orbi, Raps. Raps einfach nur, um die Gegner zu ficken. Und Modusherrschaft auf der Map Knockout. So, also Leute, die Map Knockout in dem neuen DLC. Also neu und neu ist ja schon 100 Jahre alt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss das jetzt einmal zu Ende führen. Hier diese vier Maps, die werden auch noch kommen, auch wenn es sich nur noch um Jahrhunderte handeln kann. Ist auch eine Map, die ich mega, mega feiere. Ich mag eigentlich nur eine Map nicht. Welche das ist, schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Naja, ist auch egal. Ich finde, diese Map ist eigentlich mega schön. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Battlefield 5 Grafik. Also wenn Battlefield 5 irgendwann rauskommt, muss es diese Grafik haben. Okay, der kam nicht. Sieht ein bisschen aus wie Battlefield 1 Grafik, aber im Allgemeinen, die Texturen sind mega nice. Auch diese Partikel in der Luft, also von der Grafik her erstmal so locker, easy durchgekommen. Ich finde das mega, 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 mega nice. So, kommen wir zum Gameplay. Ich finde, dass so zwei Drittel der Map ein bisschen unnötig sind, da wo ich mich jetzt gerade befinde, hoffe ich zumindest. Ich meine jetzt zwischen B und die Seite, wo kein Wallrun ist, weil die Seite, wo der Wallrun ist, da befindet sich sowieso keine Sau. Da befinde ich mich immer und da kann man die Gegner so absolut spawntrappen. Also wenn ihr Lust habt und ein bisschen überdurchschnittlicher COD-Spieler seid, geht da hin und fickt die Gegner und schreibt einfach mal Killkran in Klartext. Ach nee, das geht ja gar nicht. Nevermind. So, jetzt kommen wir zu Dark Matter, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr Dark Matter habt, aber ich habe Dark Matter. Und das war so eine kleine Journey, mega cool von mir gesagt an dieser Stelle. Die war nicht so lustig, meiner Meinung nach, weil ich bin echt ausgerastet, als ich auf Dark Matter gegangen bin. Und ich raste immer noch ein bisschen aus, wenn ich daran denke, weil die MGs, Leute, die MGs sind eine der schlimmsten, Leute. Wenn ich schlimmsten sage, müsst ihr euch das echt mal vorstellen. Ja, ich sitze hier vor meinem PC, betone schlimmsten. Das heißt, es waren die schlimmsten Waffen, die ich hier auf Gold gespielt habe. Hier, boah, f***ing, Alter. Oh, oh. Naja, wie auch immer, weiß ich, das Thema interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Ich muss euch jetzt einfach mal berichten, wie das bei mir so war, weil das ist ein kleines Lückenfüller-Video. Und zwar, Leute, ich habe ja mit jeder Waffe eigentlich mal Spaß gehabt, aber die MGs und die Sniper, ne? Ich weiß nicht, was los ist, aber die MGs droppen erst nach 1, 2, 500 Schüssen. Und man kommt damit nie auf den Kopf, ja. Ich möchte jetzt von euch wissen, erstens, habt ihr schon Dark Matter? Zweitens, habt ihr das mit Spaß gemacht oder hattet ihr genauso viel Spaß wie ich? Also absolut gar keinen. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Und was mich auch interessieren würde, was fandet ihr am lustigsten? Weil ich fand die Pistolen, also ich habe noch nie so viel Spaß gehabt in diesem Spiel wie mit den Pistolen. Hab sogar fast eine Pistol-Nuklear gemacht in der 3 für alle. Aber es wurde dann irgendwie nicht auf 27er Streak, dachte der Gegner, nee, das gönne ich ihm jetzt nicht. Kann ich auch absolut verstehen. Und keine Ahnung, das war schon vom Commentary heute. Ihr wisst schon, ich habe ein bisschen viel zu tun, beziehungsweise wisst ihr gar nicht, das war in meinem letzten Versuch. Ich habe das schon in der dritte versucht, dass ich es aufnehme. Sieht man wieder, richtig gut vorbereitet. Alles klar. Ja, ich musste kurz einen Lückenfüller bringen. Übermorgen kommt ein richtig gut. Also da gebe ich mir wieder mega, 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 mega viel Mühe. Aber jetzt gerade kann ich das echt nicht machen, weil ich noch 100 Seiten nachlesen wahrscheinlich oder nachholen muss. Deswegen verzeiht mir, das wäre trotzdem übelst nice, wenn ihr das in die Video liken könntet, weil ich bin so ein richtig Like-Geil. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin, wer ist ein Like-Geil? Da fällt mir gar kein YouTuber ein. Also wer könnte denn Like-Geil sein in der deutschen Community? Ne, tut mir leid, Leute, da fällt mir gerade absolut keiner ein, aber ich bin auch so ein, ich liebe es, Likes auf meinen Videos zu sehen. Das freut mich immer mega, Leute. Ihr müsst euch das vorstellen, für euch ist es einfach einen Daumen hoch geben, ja. Wenn ich auf mein Video gucke und das hat 60 oder 50 Likes, ne? Ohne Witz, ich keule mir direkt ein. Ha, wahrscheinlich, oder? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist auf ein mega geiles Gefühl. Und wenn ihr schon gesehen habt, wie ich gestorben bin auf irgendeinem Streak, weil der Typ hinten im Spawn lag. Leute, wie konnte ich den nicht sehen? Und was hat er da gemacht? Er lässt mich so vorbeilaufen und nach 20 Sekunden denkt er sich so, jo, den töte ich jetzt oder was? Also, er hat mich auch eigentlich leben lassen können, meiner Meinung nach. Also echt, ich hasse dich. Aber ist ja auch scheißegal. Also ich hoffe, euch hat das Commentary trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen verplant ist. Ansonsten, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also in 2 Tagen, wenn ich dürfte mich schlagen. Und ja, peace.